Thomas Lang und die Rosecker, das ist eine Verbindung, die seit mehr als 40 Jahren besteht. Und wir könnten jetzt an dieser Stelle natürlich über die Geschichte des Vereins sprechen, über die Erfolge, die Auszeichnungen. Aber ich glaube, darüber wird eh sehr oft berichtet. Ich darf mit dir heute über den Einfluss dieses Kulturguts, des Brauchtums auf die Gesellschaft sprechen und auch ein bisschen über den privaten Thomas Lang, was er so macht, wenn er nicht in der Lederhose und im Trachtenjanker steckt. Und über vieles mehr noch. Ich freue mich schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, seit 4 Jahrzehnten mit dem traditionellen Brauchtum verbandelt, kann man sagen. Jetzt ist ja so, dass mit jeder Altersphase hat man einen anderen Blickwinkel auf diese Sache. Ja. Wie würdest du das Brauchtum heute beschreiben im Vergleich zu deinen Jugendjahren? Wie siehst du das? Ich glaube, es hat sich sehr viel auch verändert über die Jahre. Als junger Mensch oder als Kind, meine ersten Erinnerungen sind auf dem Brucker Hauptplatz beim Maibaum aufstellen. Da gibt es noch ein Foto, wo ich vor dem Eisernen Brunnen stehe mit meiner damaligen Tanzpartnerin. Und als Kind ist man natürlich sehr leicht für etwas zu begeistern. Und da war es einfach auch immer schön, für Leute zu tanzen. Und wenn die Leute applaudieren, das ist, glaube ich, bei jedem Künstler so. Das ist das Brot des Künstlers. Und so ist es auch bei uns. Also das hat mich auch immer persönlich motiviert. Aber man kriegt dann einen anderen Blick. Und vor allem, wie ich dann so ein Jugendlicher war, als junger Erwachsener, war es für mich immer das Ziel. Ich habe gesehen, was möglich ist, Kultur zu transportieren, Kultur auch über die Landesgrenzen zu transportieren, die Qualität des Tanzes zu erhalten, zu fördern, also den Ehrgeiz zu entwickeln, auch bei Wettbewerben zu gewinnen und dann in den letzten Jahren ja nachhaltig Brauchtum zu pflegen. Wie können wir das nachhaltig an die Jugend weitergeben? Wie können wir Tänze, Kulturgut, Brauchtum erhalten, aufzeichnen, weitergeben? Auch die Entwicklung einer App, die wir vorangetrieben haben, geht in diese Richtung. Also da sieht man schon diese Entwicklungsphase, wie du gesagt hast. Und es ist auch ein schöner Entwicklungsprozess, wenn man so zurückblickt. Und jetzt ist das halt für mich das Wichtigste. Ich fühle mich selber noch nicht alt. Ich fühle mich eigentlich noch immer als jugendlicher Tänzer zumindest. Aber der Fokus ist schon dahin gerechnet, dass ich sage, das Schönste ist, wenn ich in 20 Jahren zurückschauen kann und die jetzigen Kinder mit der Motivation vielleicht das weitermachen, was wir jetzt machen. Und das ist eigentlich die Motivation, diese Arbeit, dieses Hobby, diese schöne Tradition fortzusetzen. Inwiefern hat sich das traditionelle Brauchtum im Laufe der Zeit so im Allgemeinen verändert? Und kann man sagen, dass vielleicht gerade in den vergangenen Jahren das relevanter für die Gesellschaft geworden ist? Ich glaube, dass es auf jeden Fall relevanter wird für die Gesellschaft und auch geworden ist. Aber es hat sich halt der gesellschaftliche, die Entwicklung hat sich bemerkbar gemacht und es haben sich halt Dinge, die früher selbstverständlich waren. Ich kann mich erinnern, wie ich so, wie gesagt habe, mit 4, 5 Jahren wieder angefangen habe zu tanzen. Da war allein in Bruck am Bischkberg und in Übelstein waren da sicher 30 Kinder bei den Rosseckern, nur aus dieser Region. Und wenn man heute darüber nachdenkt, die Volksschule Bischk wird es nicht mehr so lange geben. Heute lebt diese Schule auch nur mehr von Kindern von Zuwanderern und die Einheimischen, also diese Vielfalt der Kinder gibt es gar nicht mehr in diesen Regionen. Und diese Entwicklung muss man halt mitmachen. Es ist nicht mehr so selbstverständlich. Früher hat jede Familie die Kinder hingeschickt zum Verein und dann hat es funktioniert. Die Möglichkeit, Kinder für Brauchtum, für Volkstanz, für Volkskultur zu gewinnen, das ist aufwendiger geworden, aber es ist nicht schwieriger geworden. Und ich bin auch keiner, der sagt, früher war alles besser, weil vor dem hat man nichts, sondern man muss sich immer halt auch anpassen und weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt für alle Funktionäre, denn wurscht, in welchem Verein tätig sind. Und das ist ein Ansporn für mich. Es hat ja früher auch nicht so viele Möglichkeiten gegeben. Jetzt ist natürlich die Auswahl an Freizeitaktivitäten, Freizeitbeschäftigung wesentlich größer. Auf jeden Fall. Und was wir auch sehen, es werden ja auch weniger Kinder durch die Entwicklung, also generell durch die demografische Entwicklung. Und du hast trotzdem viele Kinder, die machen halt viele Dinge, die musizieren, die sind beim Sportverein, die sind bei uns. Und du hast halt andere Kinder, die dafür gar nicht erreichbar sind. Früher war das nicht so entscheidend, weil da war so eine breite Anzahl einfach da. Aber das ist, wie gesagt, eher eine Herausforderung, als dass ich sage, das ist jetzt eine schlechte Entwicklung. Aber um das zurückzukommen auf die Entwicklung der Volkskultur oder generell des Brauchtums, ich glaube, in einer Zeit, wo wir wirklich multimedial überversorgt sind, wo wir jede Möglichkeit fast in Echtzeit genießen, wo jetzt künstliche Intelligenz immer mehr eine Rolle spielt und wo ich zu jeder Zeit mehr oder weniger alles abrufen kann, glaube ich, dass die Leute trotzdem nach Identität suchen, nach Werten, ohne dass ich das jetzt irgendwie politisch festnageln möchte und auch nicht in irgendein Eck schieben möchte, aber die Leute suchen nach Sinn,
nach Halt und Brauchtum. Tradition wird da, glaube ich, wichtiger, weil doch, es hat auch Phasen gegeben in Österreich und in der Steiermark, wo man gesagt haben, ja, das Alte, das ewig Restige, das brauchen wir alles nicht, aber man kommt dann drauf, nicht umsonst gibt es Traditionen. Und es gibt Traditionen, die überleben sich, es bilden sich auch neue, aber wir leben in der Steiermark, wir pflegen steirische Traditionen, steirische Gemütlichkeit, steirische Gastlichkeit, das sind nicht nur, sollten nicht nur Schlagworte sein, das geht ja sogar in die Wirtschaft rein, unser Tourismus wäre nicht so stark da, wenn wir das nicht auch leben würden, und das ist auch im Verein ein großes Thema. Und ich bin ein überzeugter Steirer und ein überzeugter Volkskulturpfleger, sage ich jetzt einmal. Ja. Und das, glaube ich, merkt man, wenn man mich kennt. Und das versuche ich einfach weiterzugeben. Und welche Richtung dann jeder Einzelne, jede Einzelne für sich findet, das ist dann die Vielfalt, die das dann bunt und eben sehr fruchtbar macht. Das stimmt natürlich, das mit dem Herzblut, das spürt man. Ja. Du hast jetzt mir eigentlich zwei Fragen vorweggenommen. Das eine ist, wie Vereine generell, speziell eben, wenn man Kulturgut weiter transportiert, die Identitätsbildung des Menschen beeinflussen können. Hast du schon gesagt, funktioniert gut. Ja. Das andere ist natürlich ein bisschen die Frage, du sagst, ohne politisches Eck gedrängt zu werden. Es ist natürlich so, dass gerade eben Brauchtum, Heimatwerte, wie diese von einer bestimmten Partei immer ein bisschen negativ behaftet sind, sage ich jetzt einmal. Die werden missbräuchlich verwendet. Es hat ja auch schon wirklich angefangen, Nationalsozialismus, Tracht, das ist ja missbräuchlichst verwendet worden. Wird man diesen, ich sage es jetzt ganz bewusst, diesen Nazi-Mief jemals loswerden? Ich glaube, wir dann so oft in Österreich und jetzt sage ich ganz bewusst auch in Deutschland, also die zwei hauptbetroffenen Länder, oft, glaube ich, auch selber schwerer, als auf die Außensicht auf uns gesehen wird. Wir sind ja sehr viel auf der Welt unterwegs und in anderen Ländern hat Volkskultur einfach von Grund auf einen hohen Stellenwert. Natürlich haben die nicht so eine Vorbelastung geschichtlich oft in vielen Bereichen gehabt wie wir. Und wir müssen uns halt mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen. Aber ich halt persönlich, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, nichts davon, wenn man dann versucht, diese Zeit zu tilgen oder zu streichen, weil Geschichte ist passiert, wir müssen uns mit dem auseinandersetzen und wir müssen das aufarbeiten und wir müssen mit dem klarkommen. Aber ich halt auch nichts davon, dass wir uns 70, 80, 90, 100 Jahre später dafür auch verantworten müssen, für das, was wir als jetzige Generation nichts dafür können. Und Tracht hat nichts mit einer politischen Gesinnung im eigentlichen Sinn zu tun. Das ist missbraucht worden. Mhm. Aber wir haben einen anderen Zugang in der heutigen Zeit. Und deswegen kann ich nicht, was in einer Zeitspanne passiert ist, wo wir oder wo unsere Groß- oder Urgroßeltern gelebt haben. Und da kann ich auch nicht jeden dafür verantwortlich machen. Aber es ist sicher schwierig in Österreich und in Deutschland, über das zu diskutieren, und es hängt dann einmal sehr davon ab, es gibt welche Gruppierungen, die nutzen das dann wieder, dann ist man wieder in einem Eck vielleicht, und andere, die schaumen sich fast dafür, das finde ich gar nicht gut, weil es ist unsere Identität. Ich meine, in Amerika zum Beispiel oder auch in Asien ist einer der bekanntesten Filme Sound of Music, ich meine, das ist erzählt, die viele kennen den Film nicht in Österreich, aber es ist eine verkitschte Version, das ist Allheilwelt in Österreich und in Salzburg, aber wenn man dann schaut, wie beliebt es weltweit ist und auch in Ländern, die ja eigentlich unter diesen damaligen politischen Einflüssen in Deutschland und Österreich gelitten haben, dann merkt man trotzdem, dass die Kultur, die wir verkörpern, nicht das Problem ist, sondern das war halt ein politischer Missbrauch, eine Diktatur, die halt viel Leid verursacht hat, aber die Kultur, die dahinter steht oder die wir noch immer erhalten, die ist nicht dafür verantwortlich. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man über das offen redet. Und das kann man auch nicht in 5 Minuten abhandeln, nein, aber es ist eine Einstellungssache, wie ich mit Geschichte, mit Erbe umgehe. Okay, genau. Und wie ich daraus lerne. Wie ich daraus lerne, genau. Das ist das Wichtigste. Du hast schon angesprochen, die Sicht von außen. Ihr seid ja wirklich dafür bekannt, wirklich weit zu reisen. Und ja, ich glaube, 2023, also das vergangene Jahr, das war
ein besonderes Highlight, was die Reisen betroffen hat. Wo wart ihr da überall unterwegs? Ja, wir haben 2023 wirklich, also das war quasi der Ausgleich für wirklich die Zeit davor, wo es schwierig war in der Pandemie. Wir haben 6 Auslandsreisen gemacht. Wir waren, begonnen hat das Ganze Anfang des Jahres mit einer tollen Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Sharjah, wo wir quasi eine Österreich-Messe, wie eine Österreich-Messe vertreten durften, aber mit Handwerkern von Wien über Salzburg, Steiermark, Oberösterreich, Brauchtum, Tradition, echtes Handwerk, Kultur präsentiert haben, wie auf einer kleinen Weltausstellung. Wir waren auch in Holland, wir waren in Slowenien, wir waren in Polen mit der Kindergruppe. Wir waren, und das absolute Highlight war dann noch eine Reise Ende des Jahres auf die Philippinen. Okay. Also das war wirklich toll für uns, ist natürlich auch ein enormer Aufwand, aber das geht sicher in die Annalen unseres Vereins ein. Aber gerade auf den Philippinen, da waren ja mehrere Gastländer eingeladen, und ich glaube, dieser kulturelle, dieser interkulturelle Austausch, das ist schon was für einen selbst auch ein großer Mehrwert ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja in Bruck an der Mur beheimatet. Bruck an der Mur hat einmal lange das Schlagwort gehabt, Bruck verbindet Menschen. Und wir haben das immer schon umgemünzt, Volkskultur verbindet Menschen. Und unsere Erfahrung oder das, die Quintessenz, was ich mitnehme aus meiner bisherigen Erfahrung, wenn wir auf der Welt unterwegs waren, ist die, mit Tanz, Musik und Gesang kommen die Leute zusammen. Und wenn diese Leute quasi die politischen Entscheidungsträger wären, dann wird es wahrscheinlich weniger Krieg oder gar keinen Krieg geben, weil wir sind mit Moslems schon zusammen gewesen, wir waren mit Hindus zusammen, egal welche Konfession, wir haben gemeinsame Gottesdienste interkonfessionell gefeiert. Also da gibt es keine Grenzen. Und auf dieser Ebene, wo sich da die Leute begegnen, mit Respekt und auch mit Respekt vor der Kultur des anderen, könnten viele Politiker was daraus lernen. Und deswegen ist das auch so wichtig, und deswegen bin ich auch voll überzeugt, dass es wichtig ist, unsere Jugendlichen, unsere Kinder auf solche Reisen mitzunehmen, um eben Kulturen kennenzulernen, um Unterschiede kennenzulernen und diese zu respektieren. Und wenn wir uns alle auf dieser Ebene begegnen würden, wie gesagt, dann wäre das Verständnis auf dieser Welt vielleicht ein anderes. Das generelle über den Tellerrand hinausblicken, genau, ist, glaube ich, dafür ganz, ganz wichtig. Du sprichst auch immer wieder die Jugend an, und um die Jugend zu gewinnen, muss man natürlich auch mit der Zeit gehen. Auch als Trachtenverein. Wie schafft ihr diese Balance, dass man sagt, auch mit sozialen Medien, wie schafft man das? Ja, das ist wirklich eine Frage der Weiterentwicklung. Wo setzt man eine Grenze an? Also das ist ja auch in der Volkskultur, gibt es ja, sage ich mal, Themenfelder, die immer gewisse für manche Reizthemen sind. Damenschubladeln ist zum Beispiel so ein Punkt. Okay. Ich bin jetzt auch kein Förderer oder kein einer, der das jetzt vorantreibt, weil man immer... Aber ich bin jetzt auch nicht einer, der sagt, das ist jetzt zum Verteufeln. Und ich bin auch aufgewachsen in einer Zeit, da hat es seinerzeit noch den Musikantenstadl gegeben, und da war es noch wie der Bayerische Trachtenverband, und das ist wirklich eine Institution mit vielen Mitgliedern und groß, und die haben andere Vereine damals ausgegeben, die Devise, der was beim Musikantenstadl auftritt, der wird aus dem Verband ausgestoßen. Also das war wie eine Exkommunikation. Ja. Und ich meine, das, man kann auch Dinge übertreiben, aber es werden auch Dinge diskutiert, Trachtenentwicklung. Ich glaube, dass solche Dinge wie Andreas Gavalier, das sage ich jetzt ganz bewusst, das ist für viele ein Reizthema, weil das ist natürlich, geht natürlich in einen moderneren Bereich, und ich würde nicht sagen in einen kitschigen Bereich, soll es jetzt Schlager sein, Volkspop, wie das heißt. Das ist nicht echte Volkskultur, aber solche Künstler wie Andreas Gavalier haben die Volkskultur trotzdem nach oben kommen, aufsteigern. Das war für uns alle wichtig, weil ich habe eine Plattform, eine Ebene gefunden, wo auch Vereine auftreten können. Und ich kann nur, wenn ich halt viel Breite zulasse, kann ich auch quasi einen Randbereich, den wir mit der echten Volkskultur fördern wollen, auch präsentieren. Und das ist so wichtig. Und da darf man nicht sagen, ach, von dem grenzen wir uns ab, sondern nur miteinander kann es gelingen. Diese Kitschdirndl von der Zillertaler Trachtenwelt, wo auch immer, das ist natürlich keine Tracht, aber nur so kann ich Jugendliche, wenn die einmal so ein Dirndl anziehen, Mädels mit 14, 15 Jahren, dann kann ich einer, wenn sie zu uns kommen, irgendwann aber auch verklickern, eine echte Tracht ist auch was Schönes. Und deswegen hat das alles seine Berechtigung. Und das haben wir versucht, niemanden auszugrenzen. Trotzdem, in der Hinsicht muss ich sagen, bin ich da schon als Vereinsobmann auch konservativ, weil wir ja eine gewisse Linie verfolgen, was echt ist an Tracht. Aber nicht, dass ich dann jemanden ausgrenze und sage, naja, das ist falsch und das ist richtig, sondern man kann
Meinungsbilden, man kann darauf hinweisen und das ist, glaube ich, der erfolgreiche Zugang. Man kann sich überall was Gutes herausholen und eben das niemanden ausgrenzen. Und natürlich die Chance der modernen Medien nutzen. Wir waren einer der ersten Vereine, die wirklich versucht haben, Medienarbeit zu betreiben. Weil nur wenn ich über das, was ich mache, was erzähle, können die Leute darüber Bescheid wissen. Und das haben, glaube ich, viele trotzdem nicht verstanden. Und natürlich mit den Social Media, mit dieser Explosion, ist eine neue Möglichkeit aufgegangen. Und da waren wir halt von Anfang an dabei und am Anfang haben uns viele belächelt, weil wir einen TikTok-Kanal gehabt haben und weil wir halt auch moderne Videos gemacht haben und die Mädels in der Unterwäsche gefilmt haben. Aber du musst halt heute auch was echt lustig und so verkaufen, dass wer anschaut. Und wir haben ja nichts Falsches gemacht, sage ich jetzt einmal bewusst, auch von der Trachtenseite. Nur ich habe halt das Dirndl von innen nach außen gezeigt, statt von außen nach innen. Und das war halt schon mal. Ich die Zugriffszahlen nach oben gehen. Aber ich sage, oder wir haben einen Bildkalender entwickelt. Und zwar nicht jetzt so wie, auch nicht, dass ich das Projekt jetzt schlecht heiße, so wie der Bauernbund mit halbnackten Jungbauern, was auch ein lässiges Projekt ist, sondern wir haben halt versucht, Tracht modern, pfiffig, aber mit im Fokus auf das Bild und auf die Tracht zu entwickeln. Und da haben wir halt viele Dinge probiert. Alles geht nicht immer gut, aber wenn ich nichts probiere, dann passiert halt auch nichts. Und da sind wir halt in den letzten Jahrzehnten, muss ich sagen, mit viel Unterstützung meiner Gruppe und von vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist uns da viel gelungen. Und nur wenn du Versuch und Irrtum betreibst, dann kannst du dich weiterentwickeln. So ist es. Dieses Motto. Zur Tracht, was macht, du bist gerne in Tracht, aber was macht der Thomas Lang, wenn er nicht in der Lederhose, in Trachtenjanker und nicht mit den Rosekern unterwegs ist? Ja, das ist gar nicht so oft der Fall, weil ich bin wirklich sehr viel mit unserem Verein unterwegs und das Glück ist, dass meine Familie mich unterstützt und alle mit dabei sind auch. Aber ich bin gern, also in meiner Freizeit bin ich auch leidenschaftlich gern Skifahren. Ich bin ein Wintermensch eigentlich und versuche auch in meiner Freizeit, ich habe beruflich auch eine Zeit lang einen Skilift betrieben im Murtal und bin dem Skisport sehr verbunden und versuche auch zum Beispiel, habe auch jahrelang den ESV Bruck beim Skikurs unterstützt in der Veitsch. Jetzt geht mein Jüngster mittlerweile wieder und das ist zum Beispiel auch eine tolle Geschichte, wie man Jugendarbeit forcieren kann, wie das der ESV zum Beispiel im Sportbereich macht. Und also ich bin auch dort im Ehrenamt irgendwo überall wieder behaftet. Beruflich bin ich mittlerweile in Kapfenberg gelandet, arbeite auch im Jugendbereich im Seelsorgeraum Hochschwab Süd in der Pfarre Kapfenberg, betreue als pastoraler Mitarbeiter die ganzen Jugendprojekte, Sternsingaktion, Firmung, Erstkommunion. Also das ist ein anderer Bereich, aber ich arbeite gern mit Leuten und ich bin gern mit jungen Leuten zusammen und das ist ganz eine andere Herausforderung. Aber also da bin ich auch sehr gefordert. Ja. Und ja, und sonst, ich bin auch leidenschaftlicher Musiker, spiele einerseits im Musikverein bei Schlurk, das ist Horn. Da sind auch meine Brüder, die andererseits auch im Trachtenverein sind. Also wir sind alle als Familie da multifunktional unterwegs. Okay. Mein Bruder ist dort Obmann im Musikverein. Das ist ein ausgleichendes Hobby. Ich habe leider nicht immer so viel Zeit, wie ich gern hätte. Ja. Und mein Bruder spielt auch beim Harald Trippel, Volksmusik, der Älteste. Und Volksmusik ist natürlich auch ein Steckenpferd. Mhm. Und wenn es die Zeit zulässt, dann musizieren wir halt entweder in der Familie oder halt auch im Verein mit einer Gruppe, unabhängig von Auftritten. Also Fahrt wird man eher selten. Das hört sich jetzt so an, ja, nach einem sehr, sehr lebhaften Leben. Ja, ja, dann sage ich umso mehr Danke, dass du die Zeit gefunden hast für ein Gespräch und dass wir da ein bisschen einen Einblick bekommen haben in das Brauchtumsleben, in das kulturelle Leben und auch in dein privates Leben. Herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft. Ja, ich sage Danke.